als Industriemeister im öffentlichen Dienst arbeiten, welche Möglichkeiten es da gibt, darüber sprechen wir in diesem Video. Heute habe ich unseren Chef-Logistiktrainer, den René, im Gespräch und wir zwei wollen heute mal ein bisschen über Thema öffentlicher Dienst sprechen. Ne? Das heißt, wir haben ja auch so einen Kurs gemacht, Bewerbungscoaching für unsere Kunden, wo wir so ein bisschen zeigen, wie man als Industriemeister auch eine Stelle findet. Ja, das Ausbilden ist da eine unserer Tätigkeiten, aber auch, wie findet man eine Stelle, weil unser Ziel ist ja auch, dass unsere Kunden eine geile Stelle mit geiler Kohle bekommen. Und da gibt es so ein Thema, was so viele vernachlässigen, weil ich merke immer, dass die Leute mit Industriemeister immer so klassisch die Produktion mit verbinden. Hast du auch so das Gefühl, dass sie immer nur an Produktion denken? Ja, definitiv. Es ist halt schon noch so damit behaftet, dass man als Meister irgendwo halt im Unternehmen tätig ist, seine Auszubildenden hat, dass man seine Abteilung leitet und natürlich kann man aber halt mit dem Meisterabschluss wesentlich mehr machen und auch einen ja doch sehr guten Einstieg in den öffentlichen Dienst schaffen. Öffentlicher Dienst. René, du hast ja sogar Erfahrung mit öffentlichem Dienst. Sei mal so lieb und erklär mal so in eigenen Worten vielleicht für den Zuschauer, was bedeutet denn überhaupt öffentlicher Dienst? Ja, der öffentliche Dienst bedeutet, dass man seine Arbeitskraft, dass man seine Tätigkeit, seine Dienstleistung halt nicht in der Wirtschaft einsetzt, sondern das Ganze ja in der öffentlichen Hand gibt. Also es gibt ja diverse unterschiedliche öffentliche Institutionen, wie beispielsweise das Finanzamt, das werdet ihr auch alle kennen, wo wir regelmäßig die Steuererklärung hinschreiben. Dann haben wir natürlich die Landespolizei, wir haben Bundespolizei, Bundeswehr, also verschiedenste öffentliche Einrichtungen, wo man auch natürlich händeringend Meister oder Leute mit Meisterabschluss sucht. Das bedeutet für dich als Zuschauer, hör genau zu und vergegenwärtige dir das. Du musst als Industriemeister nicht zwingend in einer Produktion, in einem Industrieunternehmen arbeiten. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und wir wollten heute mal über so drei Themen sprechen. Vielleicht fangen wir mit dem ersten an. Erzähl mal aus deiner eigenen Vergangenheit, wer war denn mal dein Arbeitgeber, wie lange warst du da und was kann man da so machen als Meister? Ja. Ich war tatsächlich 8 Jahre bei der Bundeswehr gewesen, als Soldat auf Zeit. Ich möchte jetzt natürlich auch nicht zu tief reingehen wollen, aber grundsätzlich kann man sich so merken, man kann bei der Bundeswehr entweder halt auf Zeit erstmal gehen, wo man einen Zeitvertrag hat, ähnlich wie natürlich auch in der Wirtschaft, man kennt es mit befristeten Arbeitsverträgen. Ja. Und parallel gibt es aber natürlich auch den Berufssoldaten. Parallel zu der gesamten Uniformgeschichte bei der Bundeswehr gibt es aber natürlich auch die Zivilangestellten. Und das ist jetzt so dann auch das, was für die Angehenden oder für dich als Industriemeister halt sehr interessant sein könnte. Wenn du als Zivilangestellter in der Bundeswehr angestellt bist, locken die halt mit einer Verbeamtung auf Lebenszeit. Also du hast einen sehr, sehr krisensicheren Job. Und du hast halt natürlich auch feste Strukturen bei dem Ganzen. Also du hast einen ganz klaren, geregelten Tagesablauf, der in Dienstvorschriften festgehalten ist. Und ja, das sind so da die Möglichkeiten. Ja, also es ist jetzt nicht so ein klassisches Startup-Unternehmen, ne? Mit so einer Latte Macchiato-Bar, die da haben. Aber wie du schon sagst, das ist halt ein sehr sicherer Arbeitsplatz. Und jeder sucht ja was anderes. Der eine, der mag lieber das, der andere mag lieber das. Der eine mag so die Stahlindustrie, der nächste mag so den Maschinenbau. Und für diejenigen, die so diese festen Strukturen mögen und sich da auch wohlfühlen, für die ist das auf jeden Fall was. Und Beamten, diese Verbeamtung ist schon sehr krass, weil die bekommen ja keine Rente, sondern Pension heißt das. Ja, bitte, ne? Richtig, ja. Die Beamten, das ist halt wirklich der große Vorteil, was die Leute so halt bekommen, ist halt später eine Pension. Also das heißt, sie bezahlen ja während ihres Beamtenstatus, also während sie normal arbeiten gehen bzw. ihren Dienst verrichten, haben sie, man kann das schon fast sagen, dass Brutto gleich Netto ist. Die einzigen Abzüge, die sie halt haben, sind tatsächlich die Lohnsteuer. Und hinsichtlich der Krankenversicherung sind die Soldaten selbst in der Pflicht beziehungsweise genießen die freie Heilfürsorge, so nennt sie das Ganze. Möchte jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen und drauf einsteigen. Ja. Wichtig ist halt auf jeden Fall, dass die Pension wirklich ein ganz großer Pluspunkt ist. Es hängt halt damit zusammen, dass die Pension finanziert wird aus den Steuergeldern von uns allen und halt nicht selbst entrichtet wird von dem jeweiligen Beamten selbst. Und das ist halt sehr attraktiv auf jeden Fall. Ja, wir haben auch einige Industriemeisterkunden, die bei der Bundeswehr sind.
nach meinem Kenntnisstand wollen die alle zurück in die Wirtschaft, aber vielleicht ist es bei dir genau andersrum. Du sagst, nee, Wirtschaft nicht mehr, sondern du willst dahin. Ich kenne mich nicht damit aus, aber wie war denn das? Da gibt es ja sowas wie, ich wahrscheinlich sage es falsch, mittlerer Dienst, gehobener Dienst und so ein Kram, wollte ich sagen. Als Meister, wo steigt man da ein oder was für eine Laufbahn ist das? Also mit dem Meisterabschluss hast du definitiv den Baustein gelegt, dass du dich für den mittleren Dienst qualifiziert hast. Und du schaffst halt damit auch die Voraussetzung, was du ja bereits durch die Videos von uns kennst, dass du mit dem Industriemeisterabschluss ja auch die Berechtigung hast, an eine Hochschule gehen zu dürfen. Das bedeutet, mit dem Meisterabschluss kannst du dich halt zum einen für den mittleren Dienst bewerben, aber auch für den gehobenen Dienst, weil du hast halt die Voraussetzung, mit dem Industriemeister studieren gehen zu können und kannst dich auch dahingehend auf diese Laufbahn bewerben. Ja, und wenn du bei der Bundeswehr bist, kannst du diese sogenannte BFD beziehen. Und wenn du dann noch weitermachen möchtest, dann finanziert die Bundeswehr, dein Arbeitgeber, dir auch die nächste Weiterbildung, sofern du weitermachen möchtest. Ich mache mal weiter mit dem zweiten Beispiel. Und zwar war ich ja selber in einem Stahlkonzern und hatte einen Arbeitskollegen, der hat das Unternehmen auch verlassen und der hat mir eine sehr interessante Tätigkeit genannt, worüber ich vorher gar nicht nachgedacht habe. Das zweite öffentliche Thema ist die Berufsgenossenschaft. Wir unterrichten ja selber das Thema Arbeitssicherheit im HQ, das heißt, du weißt ja, was eine BG ist, Berufsgenossenschaft, und das ist sehr arbeitssicherheitslastig. Und für diejenigen, die dann aufgepasst haben in der BQ, RBH und in der HQ, wissen, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit muss mindestens sein, entweder Meister, Techniker oder Ingenieur. Das heißt, als Meister kannst du Fachkraft für Arbeitssicherheit werden. Manche sagen auch FASI dazu oder SIFA, ist auch egal. Und die Berufsgenossenschaft, die suchen solche Leute. Die suchen Leute, die mehrere Tage die Woche von Unternehmen zu Unternehmen ziehen und diese inspizieren, kontrollieren, ob die Arbeitssicherheitsbestimmungen eingehalten werden, ob da alles nach rechten Dingen ablaufen. Also sehr interessant. Auch da habe ich mitbekommen, du kannst auch verbeamtet werden. Die Möglichkeit gibt es. Also nicht falsch verstehen, öffentlicher Dienst ist nicht immer gleich Verbeamtung. Aber beides ist interessant, vor allen Dingen Verbeamtung. Wenn du nicht den goldenen Löffel klaust, dann... Du bist ein Mitarbeiter absolut, vom Staat, ne? Ja, also richtig. Staatsdiener, sagt man dazu. Ja, ich habe bereits auch, Stefan hat es ja vorhin auch schon angeteasert, im Rahmen von unserer App ein Video halt hochgeladen, wo ich auch genau dieses Zitat so bringe, dass man, sobald man verbeamtet ist oder halt auch grundsätzlich für die öffentlichen Institutionen arbeitet, man wortwörtlich den goldenen Löffel klauen muss, um dort entlassen zu werden. Also da muss man wirklich schon sehr, sehr viel für anstellen, bis sich da dein Arbeitgeber oder Dienstherr sich von dir trennt. Natürlich ist die Berufsgenossenschaft, da würde ich auch gerne noch einmal aufgreifen wollen, auch sehr interessant, weil man kontrolliert ja nicht nur die Unternehmen, sondern man steht ja auch mit Hilfeleistung und mit Rat und Tat den Unternehmen und natürlich auch Meisterkollegen zur Seite. Also du gibst ja natürlich auch wertvolle Tipps und berätst ja auch die Unternehmen beziehungsweise die Führungskräfte vor Ort, was hinsichtlich Arbeitssicherheit und betrieblichen Abläufen noch optimiert und verbessert werden kann. Definitiv, ja, ziemlich cool. Und ich erzähle die Geschichte, die mir da der ehemalige Kollege erzählt hat. Bitte jetzt nicht die Erwartungshaltung haben, dass das bei dir auch so sein würde. Aber ich fand es halt krass. Der hat das Bewerbungsgespräch da geführt und dann sagte dann der Vorgesetzte, wissen Sie was, Sie müssten im Jahr 200 Unternehmen überprüfen. Wann Sie das machen, wie Sie es machen, ist mir egal. Sie haben so einen Dienstausweis, wenn Sie sonntags am Markt spazieren gehen. Und das muss natürlich das Unternehmen passen in deine Fachrichtung. Und sie gehen am Markt spazieren, möchten den Wochenmarkt da eine Kontrolle durchführen bei einem Händler, ziehen sie ihren Ausweis raus und kontrollieren bei dem Wocheneinkauf. Wenn sie samstags nachts nicht schlafen können, fahren sie zu Amazon, marschieren da mal rein und gucken sich mal die Bude an. Also das sind jetzt so Geschichten, die man sich so erzählt hat von Bewerbungsgesprächen. Ne? Also bitte keine falsche Erwartungshaltung, dass das total locker ist. Keine Ahnung, wie locker das da ist. Aber es ist schon interessant. Also Botschaft oder Sinn dieses Videos ist dir, den Horizont zu erweitern, dass es nicht nur Industrieunternehmen mit Früh, Spät, Nacht und Dreck und Schmutz und Lärm ist, sondern es kann auch als Meister in eine ganz andere Richtung gehen. Und du musst nicht unbedingt Mitarbeiter führen. Manche sagen ja so ein bisschen die Scheu vor dieser Personalführung. Oh, dann habe ich hier 10, 20 Mitarbeiter, Hunger, Pipi, Kalt, keine Ahnung, jeder hat so andere Sorgen. Nee,
Meister ist ein Grundsockel. Ja, das ist wie so ein Grundbaustein. Was du nachher machst, das liegt in deiner Entscheidung. Du musst nicht zwangsläufig Personalführung machen. So, jetzt haben wir Bundeswehr, wir haben Berufsgenossenschaft. Und eigentlich, würde ich sagen, passt das so ganz gut zum Industriemeister Logistik. Da gibt es noch einen dritten Bereich. Ja, genau. Und zwar, das habe ich auch durchlaufen, und zwar würden wir gerne noch einmal sprechen wollen über die Möglichkeit, beim Zoll anzufangen. Also Zoll ist ja auch relativ groß und viele unterschätzen halt auch tatsächlich, was der Zoll eigentlich an tägliche Doings und an Aufgaben so hat und durchführen muss. Sei es halt die Kontrolle der Unternehmen auf hinsichtlich wegen Schwarzarbeit, beziehungsweise auch prüfen, ob die Unternehmen alle gesetzeskonform ihre Sozialversicherungen entrichten. Sie kontrollieren natürlich auch die Außenhandelsgrenzen, da natürlich jetzt so den Blick auf Einfuhr von illegalen Waren oder Substanzen. Aber sie kontrollieren natürlich halt auch die Unternehmen, also gerade so puncto Finanzamt, weil auch alle Finanzämter oder grundsätzlich der Zoll untersteht ja dem Bundesministerium für Finanzen. Und aus dieser Perspektive betrachtet ergeben sich da auch ganz viele Möglichkeiten und ja, sehr viele Punkte, wo ein Industriemeister anfangen kann. Wo arbeiten die? Also wenn ich an Zoll denke, denke ich immer sowas wie diese silberblauen Autos auf der Autobahn. Dann kennst du es aber auch am Flughafen, wenn du in den Urlaub fährst, da siehst du auch Zoll. Absolut, ja, genau. Hafen gibt es ja auch. Ja. Wo sind die meisten? Oder nee, meisten ist eigentlich doof. Wo laufen die so rum, diese Industriemeister, die Zoll machen? Sind die im Hafen, Flughafen? Wo laufen die rum? Wo ist das Arbeitsumfeld? Also die Logistikmeister wird man natürlich mit Masse antreffen hinsichtlich von Zollangelegenheiten. Also gerade so mehr so im Bereich des Kaufmännischen, wo sie in den Zollämtern sitzen und natürlich die beispielsweise Ausfuhren von den Unternehmen prüfen, ob die das richtig angemeldet haben, aber andersrum genauso, ob sie die Importe, also die Waren, die sie beziehen wollen, vielleicht aus Fernost oder aus den Staaten, gerade vielleicht auch Tesla als gutes Beispiel jetzt gewählt, ob dahingehend alles richtig deklariert worden ist und ob die Waren und die ganzen verschiedenen Güter richtig eintarifiert worden sind. Da findet man unter anderem dann so die Logistikmeister, ja. Cool. Also, du siehst, total spannend, total umfangreich und ja, Sinn und Zweck dieses Videos war es, dir mal den Horizont noch zu erweitern, dass du noch ein paar Perspektiven siehst, was kannst du alles machen und nicht immer nur in dieser Produktionsschiene bleibst. Du musst als Industriemeister Logistik nicht in einem Lager mit dem Hochregalstapler da den ganzen Tag überwachen, wie die Kisten einräumen. Kannst du machen, ist auch cool, du hast Personalführung, du hast immer was anderes, aber es geht auch anders. Und das waren mal so drei Punkte, die wir jetzt besprochen haben. Thema Bundeswehr, Thema Berufsgenossenschaft, Thema Zoll. Da gibt es wahrscheinlich noch ganz viele andere Sachen. Auf jeden Fall, René, danke mal für den Einblick. Sehr gern. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.